Hallo Freunde des ewigen Throns und willkommen zur nächsten Folge von Richtig, Knights of the Eternal Throne oder Ritter des ewigen Throns auf Deutsch genannt. Wir sind hier stehen geblieben. So, Chat wieder ausblenden. Wisst ihr nicht, dass es unhöflich ist, mich bei einem Sturm wie diesem herzurufen? Wir sollten den Weg einfach hinter uns versiegeln und euch für immer da drin einsperren. Das ist keine Option. Saresh will die Leichen. Keine Leichen, kein Bonus. Ich deute ihre Anweisung. Ja, reizt sie lieber nicht. Ihr widert mich an. Ihr habt euch also dafür entschieden, nicht mehr vor Asina, sondern stattdessen vor Saresh zu kriechen. Ihr seid jämmerlich, Lormann. Es heißt Minister, Lormann. Und ich gehorche Saresh nicht. Wir sind Partner. Bedenkt das doch mal, Minister. Sie wird euch verraten. Dann teilt ihr Schicksal. Tut das nicht. Es ist immer noch Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Die Allianzkommandantin ist gnädiger, als ich es bin. Ich würde auf sie hören. Ja. Das ist nicht Lormanns Entscheidung. Die Geno-Haradan bringen ihren Job immer zu Ende. Okay, wie ihr wollt. Ich kann auch mein tolles Gewehr hier rausholen, was ich zufällig gefunden habe. Nee, wollt ihr nicht? Okay, dann machen wir hier so. Boom. Jetzt ich habe sie direkt vor euch gefahren. Jetzt erledigt sie! Okay, shit ihr an. Ich muss aufpassen. Oh, scheiß Lex hier. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so viel Lex habe. Wenn du das Video siehst, kannst du ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob du auch so eine Lex hast. Seht ihr ja unten, die Verbindung ist konstant. Ja, gut, übrigens setzen nicht. 109 habe ich jetzt gerade, aber auf jeden Fall nicht schlecht, dass so, dass es jetzt lägen würde. Warte, ich nehme mal hier nochmal eine tolle Waffe hier. Verdammt, ich sollte vielleicht mal hier weggehen. Vielleicht habe ich meine tolle Waffe versaut. Leider habe ich hier keine Tränen, ich keine Tricks. So, den hier einmal besiegen. Die Toten natürlich besiegen. Die machen schon ganz Zeit. Der Logik. Boom. Chat. Los. Dass es sich automatisch ausschaltet. Das wäre auch mal eine gute Idee, irgendwie so eine Option, dass der Chat sich automatisch ausschaltet. Es gibt nur so eine Option, dass er nach einer Zeit sich ausschaltet, aber nicht automatisch. Und die ist, glaube ich, normalerweise standardmäßig an. Was extrem dumm ist, denn diese Einstellung geht mir persönlich auf den Nerv. Zurück! Ich habe eure Freunde als Geiseln genommen. Wenn mir etwas passieren sollte, sind sie tot. Was hast du getan? Hier ist Minister Lormann. Lasst mich mit den Gefangenen reden. Ja, so geht das natürlich auch. Oh, hallo, Lormann. Mehr habt ihr nicht geschickt, um uns gefangen zu nehmen? Ich bin ein wenig beleidigt. Was für eine Erleichterung. Ereignisreicher Tag, was? Ich hatte den ganzen Spaß verpasst. Ich bin froh, dass ihr beide in Sicherheit seid. Ja. Ihr habt uns einen schönen Schrecken eingejagt. Lorna mag es wohl. Es ist schön, eure Stimme zu hören. Du magst meine Stimme, ne? Ich wusste, dass ihr nicht tot seid. Ich habe nicht eine Sekunde daran geglaubt. Ach echt? Wir müssen Saresh aufhalten. Euch zwei alleine lassen? Niemals. Ich vernichte Saresh. Saresh hat versucht, mich zu töten. Es wird Zeit, dass ich mich dafür revanchiere. Versprecht mir, dass ich zusehen darf. Saresh will die Allianz-Commander. Sie befindet sich in diesem Moment auf Odessen. Odessen? Haltet sie auf. Ich bin unterwegs. Odessen? Sollen wir jetzt da auch noch hin, oder was? Ihr seid mein Gast. Soll ich den Verräter hinrichten, oder möchtet ihr es tun? Ist mir scheißegal. Lass ihn gehen. Macht ihn zu einem Sklaven.
Warum nicht wir beide? Ich schlage vor, wir töten ihn gemeinsam. Keine Einwände. Mach den Typ alle, ja. 7. Ja, hab ich auch eine tolle. Egal. Das wird er wieder nicht verstehen, was ich meine. Ich dachte jetzt so, wenn ich das jetzt so schreibe, dann wird er denken, warum soll ich den niedermachen? Also. Moment, Codex-Eintrag. Minister Lohrmann. Hier, wichtige Person. Wo hat der Typ jetzt hin? Wir müssen hier hin. Musst du auch, Sarasch musst du auch töten. Unterer Grabausgang. Jetzt sind wir wieder hier auf Drobankas. Ey! Und das ist die Fähre. Warte, ich nehme jetzt auch mal hier so ein Speed-Ding. So. Also wie das mit dem Scannen funktioniert, weiß ich gar nicht. Der hat mir auch gar nichts angezeigt. Jetzt sind wir ja vor dessen. So einfach geht das. Okay, ein kurzer Schnitt. So. Na, jetzt komm, starte. Wo sind wir überhaupt? Ist das richtige Odessen hier? Na, jetzt komm, starte doch mal. Hä, was ist denn das jetzt hier? Oh, Star Wars, ey. Oh, Star Wars, ey. Star Wars. Bist du scheiße. Darf ich was sehen, bitte? Hä, wo sind wir überhaupt? Ach, wir sind hier bei dem Raumschifflandeplatz, oder was? Wo bin ich? Hallo. Ja. Geht nicht. Ich muss mich umbringen. Was soll ich machen? Hoffentlich funktioniert es jetzt hier wieder. Jetzt muss ich mich ausloggen. Och, was ist denn das hier für ein Scheiß jetzt hier? Na, jetzt komm. Also ich finde diesen Bildschirm persönlich sehr, sehr schön. So, jetzt komm. So, da bin ich wieder. Ich habe es, denke ich, mal geschafft. Der Trick dabei ist, wenn ihr das auch habt, dann müsst ihr jetzt kurz einmal Steuerung U drücken und dann nochmal Steuerung U, dann geht's wieder. Och, schick dich. So jetzt. Ja, das war wieder Bugwurst, ne? Kennt man ja von Bugwurst so und Republic. Also ihr müsst einfach mit Steuerung U einmal drücken, dann geht das Interface komplett weg und dann nochmal drücken, dann lädt das neu. Und dann funktioniert es wieder. Hat zumindest bei mir gerade so funktioniert. Windows-Taste drücken funktioniert nicht, habe ich auch gerade ausprobiert. Jetzt einfach das Bildschirm neu lädt und was ist jetzt los hier? Oh. So, jetzt. Ja gut, das war jetzt einfach. Stellt euch das mal vor, das ist jetzt nicht so. Jetzt so. Mitglieder der Allianz. Wie viele von euch schon gehört haben, ist eure Kommandantin tot. Stimmt nicht. Lüg da. Ich werde dich deswegen auch schon umbringen. Ach, guck mal, hier ist der Hutte. Es liegen dunkle Zeiten vor uns. Aber fürchtet euch nicht. Ich kann euch ein leitendes Licht in der Finsternis entzünden. Warum guckt der so blöd? Ich bin da. Brauchst du nicht verpissen. Ich komm schon. Ich muss also davon ausgehen, dass ihr alles wisst.
gesteht, warum Saresh sie schlagen. Ja. Ich fasse das als ein Ja auf. Aber es spielt keine Rolle. Die Allianz braucht eine Anführerin wie mich. Ich habe eine Gelegenheit gesehen und sie ergriffen. Dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Für Entschuldigungen ist es längst zu spät. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich gehe davon aus, dass ihr mich hinrichtet. Das ist, was Valen tun würde. Das ist, was ich tun würde. Ich bin nicht wie ihr. Hinrichtung, also. Okay. Und das ist genau das, was ihr verdient. Ja, Theron will es auch. Freut mich. Tschüss. Eigentlich wollte ich ja ist weniger falsch, böse wenn sein. Wenn ich sage, dass ich es genossen habe? Kaiserin Asina wartet auf eure Nachricht, Commander. Wir treffen euch in der Kommandozentrale. Okay. Allerdings erst, glaube ich, in der nächsten Folge, oder? Ja, würde ich sagen, was ist das für die Folge? Bis bald. Ciao.